Die Monotypie ist eine Flachdrucktechnik, die durch Mehrfachüberlagerung bei dem Bedrucken von Papier durch eine Druckpresse zu einer gewissen Farbtiefe gelangt. Zunächst skizziere ich ein Interieur, einen Stuhl oder einen Sessel oder ähnliches und schneide das als eine Schablone aus. Anschließend wird eine Kunststoffplatte, eine Acrylplatte mit Linoldruckfarbe eingewalzt, beschichtet und anschließend auf die Druckpresse gelegt. Die Farbe muss dabei sehr gut verstrichen, sehr gut verwalzt und sozusagen homogen im Farbauftrag sein, damit ein guter Druck erreicht werden kann. Die Schablone dient jetzt dazu, das Bildkonzept sozusagen zu positionieren und durch die Presse wird die Kunststoffplatte, die Farbschicht auf der Kunststoffplatte auf das Papier gedruckt. Das ist zunächst der erste rudimentäre Vorgang, sozusagen der erste Druckstock, der dann weiter in die Vertiefung kommt. Nach ein, zwei weiteren Bedruckungen gelangt dann zu dem Hell-Dunkel, zu dem Schwarz-Weiß, zu der Schwarz-Weiß-Komposition die Farbe. Die Schablone wird immer wieder unterschiedlich positioniert, damit wie eine Art Schattengebilde, räumliches Schattengebilde in der Komposition entstehen kann. Und wie schon am Anfang erwähnt, durch die vielen Überlagerungen gewinnt der Druck sozusagen an Tiefe und man ist manchmal zeitweise auch an Malerei erinnert, die man mit dieser Drucktechnik erreichen kann, durch die auch verschiedene Texturen zu erzielen sind. Jetzt im Weiteren kommen die Ergebnisse, die ich zu dieser Thematik mit der Druckpresse gemacht habe, mit der Monotypie. Und darauf kann man sehr schön sehen, die Texturen, die Kompositionsaufteilung, aber eben auch, was zu einem Druck gehört, dass durch etwas Flaches eine Tiefe erzielt werden kann.